Die Indianer, die Ureinwohner Amerikas, kannten weder vergorene Pflanzensäfte noch gebrannte Destillate, sondern vermutlich nur die alkoholenthaltenden vergorenen Früchte. Die Destillation alkoholischer Flüssigkeiten kam mit der Einwanderung aus Europa nach Amerika. Vor allem die Schotten wollten in der neuen Heimat nicht auf ihren sehr geschätzten gebrannten Whisky verzichten. In Nordamerika herrschte zunächst der Rum als Spirituose vor. Die Familie der Rooseworths, die später zwei US-Präsidenten stellte, kam im 17. Jahrhundert durch die Destillation von importierter Melasse zu Reichtum. Nordamerika wurde von der Ostküste aus besiedelt. Da hier Roggen und Weizen sehr gut gedeihen, hatte man sehr bald einen Überschuss an Getreide, den die Bauern durch Destillation haltbar und transportabel machten. Aber die Bauern mussten sich anstrengen, um die geeigneten Zutaten für die Whiskyproduktion anzubauen und zu finden. Die für die Fermentierung notwendige Gerste wuchs nur sparsam. Mais von den Indianern brachte dagegen bessere Erträge. Bald fand man heraus, dass sich der Mais sehr gut mit Weizen, Roggen und Gerste mischen ließ. Doch da man keinen Torf zum Heizen der Trockenfeuer für das Gerstenmalz fand, bediente man sich der ausreichend vorhandenen Wälder als Heizquelle. Durch den fehlenden Torf hatte der Whisky nicht seine typische Würze. Deswegen setzte man ihm Hopfen und Roggen zu und versuchte durch das Ausbrennen des Fasses mehr Aromen aus dem Holz zu holen. Die bäuerlichen Brennereien wurden gegen Ende des 18. Jahrhunderts von den reinen Brennereien abgelöst. 1850 gab es bereits allein in Pennsylvania 3000 registrierte Brennblasen. 1791 erhob George Washington, der erste Präsident der USA, die ersten Steuern auf alkoholische Destillate. Diese bescherten dem nach dem Unabhängigkeitskrieg jungen Amerika zusätzliche Einnahmen zur Zahlung seiner Schulden. Die Steuern führten sehr bald zu Aufständen, in deren Verlauf sich die Siedler gezwungen sahen, durch den Cumberland Gap in den Appalachen weiter nach Westen, nach Kentucky und Tennessee zu ziehen, wo der Arm des neuen Gesetzes noch nicht so stark war. Die Prohibition hatte ihre Anfänge 1829 in Irland, wo aus der Franziskaner Vater Matthew einen Feldzug gegen den teuflischen Alkohol startete. Durch die British und Foreign Temperance Society überquerte die Botschaft ganz Europa und gelang dann über Kanada in die USA, wo immer mehr Bewegungen dem Alkohol den Kampf ansagten. 1851 verhängte der Bundesstaat Maine ein erstes Alkoholverbot. Nur 18 Jahre später gründete man Prohibition Party, woraufhin selbst Gattin des Präsidenten Rutherford Hayes sämtliche Spirituosen verbannte und von dort an als Lemonade Lady in die Geschichte einging. 1892 wurde dann ein bundesweites Alkoholverbot gefordert. Die Bewegung gegen den Alkohol war nicht mehr aufzuhalten. Unter Einfluss der Anti-Saloon League, die 1893 aus der Vereinigung christlicher Frauen für Mäßigkeit sprang, konnte sehr bald eine große Menge an Wählerstimmen Druck auf die Politiker ausüben. Die Partei stand für die Maxime, dass einzig der Alkohol schuld ist an Armut und Gewalt. Ziel war es, ein gesundes und glücklicheres Amerika ohne Alkohol zu schaffen. Mit großer Sorge sah man das Wachstum der Saloons in den Städten, die immer mehr zum Treffpunkt der Männer wurden. Ebenso ermöglichten die Eisenbahn und die elektrischen Kühlmethoden einen Transport der alkoholischen Getränke in das ganze Land. Gestärkt wurde die Liga durch reiche und einflussreiche Bürger wie Rockefeller. 1916 hatten bereits 23 der damals 48 Bundesstaaten ein Alkoholverbot ausgesprochen. Schließlich hatte die Liga eine Zweidrittelmehrheit im Kongress und konnte somit Verfassungsänderungen erwirken. Durch den Entzug der Lizenz zur Herstellung von Alkohol wollte man ein trockenes Amerika schaffen und so dem Bier, dem alkoholischen Getränk Nummer 1, das die deutschen Einwanderer Mitte des 19. Jahrhunderts eingeführt hatten, den Garaus machen. Der Abgeordnete Andrew J. Falstead verfasste einen Gesetzesentwurf zum bundesweiten Alkoholverbot, den sogenannten Falstead Act. Zur Verabschiedung eines Gesetzes war eine Dreiviertelmehrheit der Staaten nötig. 1920 trat das Gesetz schließlich in Kraft, nachdem es innerhalb kürzester Zeit vom Repräsentantenhaus als auch vom Senat abgesegnet wurde. Das Alkoholverbot zerstörte die Existenzen der Winzer, Brenner und Brauern, Kneipen wurden geschlossen und die Zahl der Schwarzbrenner nahm rasant zu. Der Staat wurde aufgrund hoher Waffengewalt korrumpiert und ließ dem aufkeimenden organisierten Verbrechen freie Hand.
Verbrechergrößen wie Al Capone bauten ihr Imperium auf und der Alkohol floss in Ströme. Die Prohibition hatte schon immer Gegner. Als der Ausmaß des Alkoholverbotes sichtbar wurde, formierten sich immer mehr Menschen, darunter auch diejenigen, die vorher gegen den Alkohol waren, zur Association Against the Prohibition Amendment. Einflussreiche Menschen wie Rockefellers Sohn und Präsident Frank Roosevelt sorgten schließlich dafür, dass 1933 das landesweite Alkoholverbot aufgehoben wurde. Durch den Zweiten Weltkrieg kam der Bourbon verstärkt nach Europa, wo er sich heute einen festen Platz erobert hat. Das Alkoholverbot verschwand zwar aus der amerikanischen Verfassung, aber das noble Experiment hatte seine Spuren hinterlassen. Die Betriebe erholten sich erst wieder nach Jahrzehnten. Das organisierte Verbrechen konnte nie ganz zerschlagen werden und existiert noch heute. Auch gegenwärtig gibt es noch Staaten und Gebiete, in denen der Alkohol verboten ist und nicht öffentlich konsumiert werden darf. Zweifelsohne kann man sagen, dass die Prohibition ein Experiment war, das die Menschheit nicht gebraucht.